Das mit dem Soundcheck, das braucht man nicht unbedingt, weil das ist ja ein Serienauspuff. Aber schau doch mal, wie schön so eine V-Strom leuchten kann. Das ist die reine Sache. Den haben wir jetzt eine wunderschöne Desert Express Verkleidungsscheibe dran geschraubt. Unseren passenden GPS-Halter dazu. Machen wir mal aus, da versteht man es einfach besser. Übrigens, ich bin heute vor der Werkstatt, weil es ist mir wirklich für die Offroad-Wiese, es ist mir ein bisschen nass. Und die Handprotektoren. Wenn ihr so eine Scheibe verbauen wollt, dann muss natürlich als erstes die originale Scheibe runter. Und dann werden einfach diese vier Schrauben gleich benutzt. Und hier kommen zwei Bolzen rein, ein langer hinten, ein kurzer vorn. Zusammen mit unseren Kunststoffteilen wird dann die Scheibe hier einfach draufgeschraubt. Wirklich geringer Aufwand. Ein Haken hat die Sache, nämlich ihr könnt die originalen Blinker nicht mehr verwenden. Das ist auch ein bisschen gewollt, weil wir wollten einfach eine schlanke Front haben. Und die Blinker sind ja jetzt genau hier in den Handprotektoren. Die Handprotektoren liefern wir euch, wenn ihr das wünscht, mit dem LED-Kit schon passend montiert dazu. Ihr müsst dann einfach nur noch die Leitungen hier im Motorrad verlegen. Hier ist Einsteckverbinder, hier unten im Rahmen einfädeln, hier vorne, wo die originalen Blinker sind, wieder anschließen. Und schon habt ihr auch die LED-Handprotektoren-Blinker montiert. Arbeitsaufwand für jemanden, der es noch nicht gemacht hat, vielleicht eine, anderthalb Stunden oder eine Kiste Bier dazu, dann sind es zwei, aber länger wird es sicher nicht. Ich danke nochmal den Rainer für seinen Auftrag, uns das umbauen zu lassen, und wünsche Ihnen alle Zeit gute Fahrt mit seiner V-Strom 1050.